Es sind keine Kinostars. Megyn Kelly und Gretchen Carlson sind US-Fernsehstars und die Frauen, die schwere Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen den früheren Direktor des Fernsehsenders Fox News äußerten, die dazu führten, dass er seinen Posten räumen musste. Im Film Bombshell mit Nicole Kidman und Charlize Theron geht es genau darum. Ich bin stolz darauf, dass wir einen unterhaltsamen Film gemacht haben und das ist für mich überraschend. Wenn man einen Film über so ein Thema macht, sexuelle Belästigung, die Frauen bei Fox, dann meinen die Leute, sie wüssten schon genau, was darin vorkommt. Und die schönste Überraschung für mich ist, dass das Publikum wirklich überrascht ist. Das ist kein langweiliger, ernster Film über sexuelle Belästigung. You know why Roger's got that door blocking his office. Someone has to speak up. Someone has to get mad. Fox News star Gretchen Carlson dropped a major bombshell today. What is she doing? This could kill Fox News. We need everyone on Team Roger. Get it on. Put it on. Es ist gefährlich, dem Publikum vorschreiben zu wollen, was es zu fühlen hat. Ich fand es toll, dass, als wir den Film zeigten, so viele unterschiedliche Reaktionen kamen. Für uns als Filmschaffende war es echt überraschend zu sehen, wie Männer auf den Film reagierten, wie die jüngeren Frauen, wie die älteren. I belong on air, Mr. Ailes. I think I'd be freaking phenomenal on your network. I could pluck you out and move you to the front of the line, but I need to know that you're loyal. Das Thema ist aktuell. Am 6. Januar begann in New York der Prozess gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein. Sweetheart, this is an island of safety and truth. There's a man! Ready to go to war? Oh yeah.